Frage ein. Schon gefrühstückt? Ja, ja. Sehr gut. Ehrlicherweise glaube ich, dass wir hier in unserer ganzen Gruppe immer Leute haben, die dann vielleicht mal in diesem speziellen Fall persönlich da sind oder als Gesprächspartner dienen oder auch mal als jemand dienen, mit dem man umarmen kann oder mit dem man dann auch mal reden kann. Das ist so eine Gefühlssache. Also mit dem einen Spieler hat man vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, kennt man schon länger und hat ein bisschen längeren Kontakt. Und dann sind natürlich vielleicht auch mal ein bisschen andere Gespräche möglich wie mit dem anderen. Wir haben ja so einen Geist untereinander und ich bin ja einer, der dann eher auch gern beobachtet, als dass er dann immer irgendwie selber sich mitteilen muss. Und ich schaue mir das dann irgendwo an und habe einfach das Gefühl, dass egal was hier ist, ich meine, dass es ganz viele Leute gibt, die immer versuchen, jemanden aufzufangen und einfach da zu sein. Und das macht uns natürlich oder hat uns jetzt natürlich als Gruppe auch stark gemacht. Also ich habe jetzt gestern mit dem Berater mal telefoniert. Aber der sagt, so ungefähr macht es nur, wenn er von uns die Zusage, also mehr oder weniger die Zusage bekommt, dass er spielt. Und dann habe ich gesagt, das geht's nicht. Also jetzt gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber das können wir nicht machen, das wollen wir auch nicht. Das ist ja nicht so, das ist schwer, das ist auch, genau. Also was ich halt gerne hätte, David, was mir, das ist dein Fachgebiet. Und da kannst du dich austauschen mit dem Christian, da kannst du den Benni mitnehmen, da kannst du den José mitnehmen. Ich würde halt sagen, wir müssen halt jetzt irgendwie anfangen, mal so zu überlegen und aktiv an die Sache rangehen. Und das heißt ja nicht, wenn du mit einem sprechen tust, wenn wir angeben, das muss ja dann auch alles nicht klappen. Aber wenn es jetzt Kandidaten gibt und wir sagen, die wären jetzt gut, dann versuchen wir, dann besprichst du das, dann sagst du das, um wen es geht. Und dann sollte Christian halt versuchen, die Sachen anzugehen. Wir haben mit Christian Walder einen herausragenden Kaderplaner und Chefscout, der da immer sehr gut vorbereitet ist und viele Dinge vorbereitet und vorschlägt. Trotzdem hat natürlich auch ein Trainer oder auch ein Co-Trainer mal aus seiner Vergangenheit irgendwelche Ideen und das kommt dann, das tun wir alles zusammen und dann wird es einfach in großer Runde diskutiert. Und ich bin kein Torwartfachmann, also ich würde mir jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt das so entscheiden kann. Und die Torhüter, da haben wir einen tollen Torwarttrainer, der auch seine Leute hat, mit denen er zusammenarbeitet. Und er soll dann federführend sich Gedanken drüber machen, wenn man von mir aus, was suchen wir für einen Torwart, welches Profil wollen wir, welche Rolle soll er spielen. Und dann tauscht man sich halt aus. Und letztendlich in diesem speziellen Fall ist es natürlich schon so, dass dann der Torwarttrainer dann schon einen maßgeblichen Anteil an den Entscheidungen hat. Wenn wir jetzt einen ablösefreien Torwart haben, der richtig interessant ist, dann können wir darüber nachdenken. Wenn wir einen Torwart haben, der, also ein Jahr ist gefühlt so das Schlechteste, weil dann muss der ja fast der Ablöse zahlen und wie auch immer. Wenn die dann irgendwo anders nur zwei Jahre oder länger Vertrag haben, kann auch spannend sein, weil den kannst du ausleihen für ein Jahr. Ist ja auch eine Option, dass man sagen. Oder, also Ausleihe wäre auch. Am Ende geht es mal darum, sportlich die bestmögliche Qualität zu haben. Und wenn wir irgendwie dahin kommen, dass es irgendeiner ist, den wir ausleihen können, ja, dann machen wir das halt. Also ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, wir müssen jetzt irgendwann verpflichten. Und wenn einer vielleicht drei Jahre irgendwo ist, kann man vielleicht nochmal zwei Jahre so einen jungen Torwart ausleihen. Also da sollte man total offen sein. Am Ende einfach gucken, was gibt's und wer erfüllt die Rolle. Also wenn der Trainer keinen Spieler nicht möchte, dann werde ich den nicht verpflichten. Und genauso wenig kommt hier ein Spieler her, wo ich jetzt das Gefühl habe, der passt irgendwo nicht. Also wir versuchen das immer in der Gemeinschaft zu entscheiden. Aber wenn einer von irgendwas total überzeugt ist, und das ist mir auch wichtig, wenn einer eine totale Überzeugung hat, dann soll er das auch ausdrücken und dann kann man auch mal was machen. Auch wenn die anderen den Spieler vielleicht nicht so gut kennen. Und dann tut man trotzdem, wenn es nicht klappt, im Team das Thema gemeinsam angehen. Also ich erwarte einfach, dass jeder sich da mit totaler Leidenschaft und Offenheit einbringt. Und dann hast du die größte Wahrscheinlichkeit, eine gute Truppe zusammenzustellen. Ja, wir fahren jetzt ins Stadion und die zwei Kollegen räumen die Kabine ein. Hey, machen wir zusammen. Nein, machen wir natürlich nicht zusammen, genau. Ich würde schätzen, dass ich vielleicht jetzt grob 300 Mal gefahren bin. Natürlich macht es Spaß. Bis jetzt ist auch immer alles gut gelaufen.
Oh Gott. Das ist die beschissenste Antwort, die es gibt. Wir sind ohne Kratzer durch. Oh Gott. Oh Gott. Friede, Freund. Oder Mentos? Das machen wir mit. Mhm. Aber ich wollte einfach nur, weil die haben ja, deren Torwart spielt in so einem Babyblau. Aha. Und deswegen nicht, dass die dann irgendwie nachher irgendwie was. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme mal lieber auch schon was mit, dass wir auf der sicheren Seite sind. Alle Spieler haben zweimal Torikots. Zweimal Torikotshose, Stützen und Pullover, Aufwärm-T-Shirts, Unterziehhose, ja, und Handtuch. Mein normales Wochenende, ich sag mal, wenn wir Samstag, was weiß ich, 14 Uhr irgendwo spielen, dann ist das ideale Wochenende für mich. Ich fahre am Freitag irgendwo los, schaue mal am Freitagabend irgendwo einen Fußballspiel an, was dann in der Nähe zu dem Spielort liegt, wo wir spielen, fahre dann abends ins Mannschaftshotel, übernacht da, bin dann bei der Mannschaft zum Spiel dabei, bleibt dann teilweise noch da, kommt dann drauf an, ob man am nächsten Sonntag dann hier im Brandherz, dann fährt man auch mal mit zurück, aber sonst bleibt man auch mal gerne da, schaut sich am Sonntag nochmal ein Spiel an und kommt dann zu Hause. Also mir ist es wichtig und so versuche ich auch meinen Job zu machen, dass ich rund um zu spielen, ganz viele Live-Spiele mitnehme, weil die Basis der Zukunft ist einfach, die Kaderplanung ist einfach der Sport und ich versuche, all meinen Job hier zu machen, aber ganz viele Spiele mitzunehmen. Das ist mir wichtig und da bin ich auch immer gut mitgefahren. Was liebst du an deinem Beruf besonders? Also Tage wie heute zum Beispiel, wenn du dann halt mal diese emotionalen Erlebnisse. Es ist natürlich schon was anderes. Ich meine, ich habe aber als Fußballer hast du auf dem Platz, das ist dann vielleicht nochmal irgendwo so dieser andere Kick, aber trotzdem ist es sehr, sehr schön und sehr, sehr befriedigend, einen Job zu haben, wo man auch Einfluss nehmen kann, man kann Sachen entscheiden, da kann man auch dran gemessen werden, das kann auch mal nicht gut ausgehen, das ist durchaus möglich, das ist dann auch okay, aber das ist das, diese Herausforderung, die gefällt mir einfach, also einfach einen Job zu haben, wo ich sagen kann, ich glaube, ich habe da Lust drauf, ich gebe Gas, ich bilde mir ein, dass ich eine gewisse Qualität habe und möchte einfach Entscheidungen treffen und wenn es dann klappt, dann ist es super und wenn es dann nicht klappt, dann muss man auch dazu stehen, also ich liebe einfach so dieses Möglichkeit, einen riesen Erfolg zu haben, aber auch die Möglichkeit des Scheiterns, das macht es irgendwo einfach aus. Diese Herausforderung bei der Arbeit, das macht mir einfach Spaß. Ich habe heute Morgen mit dem David den Termin allein gemacht. Ja. Hat er mit dir geredet? Hat er mir gesprochen, ja. Ich hatte dann heute früh, weil ich wusste nicht, ob ihr schon durch seid, hatte ich mir auch noch mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich jetzt immer so geguckt habe. Mhm. Wobei bei Torhüter ist ja bei mir immer einfach Bauchgefühl. Nee. Und dafür haben wir Leute. Genau. Und der David soll zusammen mit seinem Team klare Vorschläge machen. Und wir haben auch gesagt, dann versuchen wir das. Also er soll sagen, was, keine Ahnung, welche Leute. Und dann gehst du die an. Genau. Und falls wir das nicht schaffen, bis zum ersten Training von mir aus einen zu haben, dann laden wir eins, hat er auch vorgeschlagen, das fand ich ja gut. Es gibt zwei, drei, die würden nochmal 14 Tage zum Probetraining kommen, die jetzt nicht uninteressant sind. Dann holen wir halt mal einen zum Probetraining dazu. Ja, dass wir genügend Toy da haben. So ist es. Ja, wie immer. Ich meine, der Joni war wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, aber alles auf dem Level, wo es irgendwie okay ist. Also das hast du ja auch gemerkt, da ist jetzt kein. Und jetzt ist es heute so, wie es ist und jetzt muss er helfen. Da hat der Alex aber recht. Das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ein junger Kerl ist, so wie er bist. Und das kannst du natürlich nicht
Also, war ja ein Spaß, jetzt hat ja nichts mit professioneller Vorbereitung, das kannst du aber einmal machen. Also ich glaube auch, dass der das heute dann über eine gewisse Zeit, wenn es eine Halbzeit ist, glaube ich, gut macht. Da fährt der Bus rein, gell? In diesem Stadion war ich gefühlt schon 45 Mal. Ich würde sagen, das könnte sogar hinkommen. Das war immer 14 Tage vor dem nächsten Gegner? Ja, und auch so, wie oft ich hier, weil Wiesbaden, du kannst halt immer noch mal nach Wiesbaden fahren, wenn du schon in Mainz oder Frankfurt oder so und Wiesbaden spielst, kannst du immer mitnehmen nochmal. Aber normalerweise parkt man ja da so ein bisschen hinten raus, gell? Hinten, genau, auf dem längeren Parkplatz. Hier parken nur die ganz großen. Jetzt offiziell, Junge. Glückwunsch, jawohl, Junge. Danke, danke, danke. Euch. Ja, danke. Alles Gute. Ich bedanke mich auch nochmal persönlich jetzt, gell, für euer ganz wichtigen. Ja. Ihr habt es ja selber gemacht. Uns nicht doch. Weil sonst wäre es heute noch. Na, wenn ihr verloren habt gegen 60, hätten wir nochmal, wäre es noch eine andere Situation. Dann wären wir, dann wären wir in die Woche, dann wären wir in die Woche ganz anders rein. Naja, alles gut. Aber ich muss schnell. Was heißt? Okay. Glückwunsch, Junge. Dankeschön. Danke. Habt ihr gut gemacht. So, und heute nochmal machen wir gemütlich, oder Rüdi? Heute setzen wir uns mal alle da draußen hin und sind mal ruhig, genießen den letzten Spiele. Ich werde mal gucken hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Haben Sie bei uns, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, immer wenn wir gegen wegen mit dem Rehm, das wird immer hoch emotional. Ja, aber das gehört auch 90 Minuten dazu, danach nehmen wir uns in den Arm. Und alles okay, alles gut. Hallo, alles gut. Ich krieg das nicht hin in den 90 Minuten. Es muss halt raus, ist ja gut. 60, aber mit dem Kölner alles super. Ja, gesagt, geil, ihr habt alles rausgehauen, ja, super. Also weiß ich, bin ich super. Und ich kann das auch nicht. Ich kann mich da nicht hinsetzen und sagen, oh, jetzt gucken wir mal, wie so ein Spiel abläuft. Apropos hinsetzen, einmal brauche ich die noch. So, für den Kommentar. Junge, heute muss dran. Wir sehen uns nachher, Rüdi. Es fällt mir schwer und tut mir weh, dass ich nicht mit euch heute den letzten Fight mit euch auf dem Platz machen kann. Aber das Wichtigste im Leben ist und bleibt die Familie. Und ich will, dass die Jungs wissen, dass jeder Einzelne für mich nicht nur ein Mannschaftskollege, sondern ein Freund geworden ist und alle für mich wie eine zweite Familie sind. Ich spiele schon seit ein paar Jahren Fußball und so eine geile Mannschaft wie diese habe ich noch nie erlebt. Diese Gemeinschaft und der Zusammenhalt ist einzigartig. Auch jetzt, in dieser für mich so unglaublich schwierigen Zeit, merke ich die Unterstützung eines jeden Einzelnen. Dafür danke ich euch. Ich bin stolz und dankbar, Teil dieser unfassbar tollen Mannschaft und Dynamo-Familie zu sein. Tut mir einen Gefallen, belohnt euch. Belohnt uns für diese herausragende Saison und noch ein letztes Mal und holt den Meistertitel nach Hause. Das haben wir uns nach all den ganzen Rückschlägen, die wir immer wieder gemeistert haben, einfach verdient. Also geht nochmal als Einheit, als Familie dort raus und gebt für jeden Einzelnen euer letztes Hemd. Ich werde euch natürlich vor dem TV mit meiner Mama unterstützen. Ich liebe euch. Eine Falle! Eine Falle! Also, wir halten fest, Dresden will unbedingt die Meisterschale. Vor allen Dingen muss man einfach auch mal schauen, wie die SG Dynamo Dresden losgelegt hat, auch in den letzten Spielen, in den letzten 5 Ligaspielen. 9:0 Tore, 11 Punkte geholt. Und der Trainer hat es ja gesagt, auch in der Pressekonferenz, trotz des Aufstiegs, die Mannschaft ist unglaublich motiviert und will diesen Pott, sage ich jetzt mal, mit zurücknehmen an die Elbe. Ja, ich fixiere mich viel auf den Fußball. Das Drumherum, mein Gott, das nehme ich halt so locker mit. Ja. Man darf sich dann so reinsteigern. Du musst irgendwie, irgendeine Strategie brauchst du im Kopf, dass du sagst, okay, bei aller Liebe, ja, jetzt ist Fußball und es ist ein großer Druck und drumherum. Aber das Leben würde jetzt auch ohne diesen Erfolg am Wochenende weitergehen. Also, nächster Eckball. Ja, und dann ist er drin. Kein Abseits, Tor für Dynamo Dresden. Du musst diesen Weg finden für dich, dass du dich nicht so auslieferst, diesem Druck. Und ich glaube, wir leben in einem Land, ja, ich könnte zwar ohne den Fußball überleben, sage ich jetzt mal. Das muss man sich halt vor Augen führen. Fußball ist gut und ich lebe 24 Stunden dafür, aber wenn es jetzt nicht so wäre, wenn es das Ergebnis oder wenn jetzt mal eine Durstphase kommt, was ich auch schon gehabt habe, dann geht das Leben auch weiter.
Wir haben jetzt noch 45 Minuten. Männer, da muss jeder nochmal eins zum Umschreiben. Muss sich jetzt jeder einfach nochmal konzentrieren, dass wir uns nicht auskontern lassen. Dass wir schnell umschalten, dass wir ins Gegenpressing gehen. Dann zwei, drei taktische Sachen. Juni, du hängst nur zu tief. Warum bist du so tief? Ja, ein bisschen zu dunkel. Ich komme nicht mehr nach vorne. Okay. Deswegen habe ich gedacht, ich auch mal Ruhe machen, aber. Ja. Kann ich nicht mehr nach vorne. Oder sofort? Meine Arme tun schon weh. Okay. Dann wechseln wir hier sofort. Dann wechseln wir hier ein bisschen Löwe ein auf die Seite. Ja, gut. Ja, passt. Ja, das sagst du. Ja. Sehr gut spielen. Okay. Juni war ja. Also war ja eigentlich gefühlt schon im Urlaub, haben ihn ja dann dadurch, dass er Stand jetzt wieder zurück nach Mainz gegeben, haben den Kader ja ein bisschen anders gedacht gehabt und Juni ist ja dann mit den Spielern, die verletzt sind oder mit den Spielern, die irgendwo nicht dabei waren, die sind ja dann morgens hier, ich weiß gar nicht, um 6 Uhr sind sie losgefahren nach Wiesbaden und ja, wahrscheinlich hat er, ich habe schon spaßeshalber gesagt, wahrscheinlich hat er um 7 Uhr gerade schon da, bevor er sein erstes Bier aufgemacht hat, kam dann der Anruf vom Cheftrainer und hat gesagt, Juni, pass auf, hier ist was passiert, wir brauchen dich. Und ich war dann auch überrascht, dass Alex dann gesagt hat, okay, jetzt ist es so, den haue ich jetzt direkt in die Mannschaft rein. Und Juni hat es dann auch sehr, sehr gut gemacht. Und wenn einer einfach nicht mehr kann, der gibt ein Zeichen. Das ist kein Thema jetzt, wie bei Juni. Zeichen, kommt der Nächste rein. Ja, wir haben jetzt 3 Wechsel, 2 haben wir noch. Renzi wird dann noch 10 Minuten, wenn es 12 sind, mir scheißegal, gib mir Zeichen, Renzi, okay? Ja. Juni hat sich dann mehr oder weniger, also er konnte kaum mehr laufen, konnte sich auch nicht mehr bewegen, war fix und fertig. Und dann war es auch gut, dann ist er ausgewechselt worden und war, glaube ich, auch Gott froh, weil das war dann schon eine spezielle Vorbereitung. Ich glaube, wir haben noch 3-4 Stunden vom Spieler nur irgendwie ein paar Nudeln in der Kabine gegessen, um ein bisschen Power zu haben. Sicherlich nicht optimal, so eine Vorbereitung, aber ich sag mal, so ein junger Kerl, der kann das dann schon mal wegstecken, auf jeden Fall 45 Minuten. Ich denke eher die guten Erinnerungen auf jeden Fall, weil, ja, keine Ahnung, also nicht mal jetzt denke ich an die schlechten Sachen. Im Endeffekt haben wir unser Ziel erreicht, was wir schaffen wollten. Deshalb denke ich eher nur gut an die Saison zurück, auf jeden Fall. So, dann liegt da Ransford Königsdörfer und zeigt gleich an, dass es nicht so gut ausschaut. Ja, und das wird nicht weitergehen. Also, das sieht nicht gut aus. Drücken wir natürlich die Daumen, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Die Ersatzspieler fassen da jetzt gerade mit an, tragen ihn quasi in Richtung Bank. So wie ihr lauft, ist er eher hier als ihr dort. Ja, meine Zeit, meine! Ich will so hoch wie es geht. Ich würde am nächsten Mal in der Premier League spielen. Aber es ist noch ein langer Weg dahin. Aber ja, das wäre so mein Ziel. Ob ich in 5 Jahren stehe, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber ich hoffe dann noch weiter oben. Und wenn es bei Dynamo ist, dann ist es bei Dynamo. Traumverein in England? Nein. Also, keine Ahnung, ich finde die Premier League halt relativ attraktiv. Deshalb würde ich da gerne mal spielen, einfach. Ein Vorbild. Ja, viele wissen ja, ich mag Neymar sehr. Also er ist jetzt nicht mein Vorbild, ich mag ihn halt sehr. Weil vom Spielstil ähneln wir uns halt auch 0,0, aber ja, ich mag ihn halt sehr. Irgendwas einklemmt, oder? Ja, das ist der Meniskus, denke ich. Er meint, dass er es häufiger hat. Ja? Ja, das ist einfach mal direkt weggegangen. Aber das Gefühl kennst du so. Bloß ja. Es ging immer wieder weg. Ja, es ging. Es ist kurz eingeschnappt und hast direkt wieder normal gemacht. Das hast du aber jetzt nur in der einen Situation gemerkt. Also ja, sonst gar nicht. Thank you.
Ja, die wird total geil, da freuen wir uns drauf. Es werden riesen Spiele dabei sein, das wird eine fantastische Liga, die wir aber selbstbewusst angehen wollen. Also 0,0 überheblich. Wir wissen, wir müssen uns hier weiterentwickeln, wir müssen alle Vollgas geben, aber wir haben jetzt diesen Aufstieg geschafft und wir wollen jetzt hier nicht irgendwie mit einem gebückten Buckel da in die Runde reingehen. Wir sind Dynamo Dresden, wir haben eine geile junge Mannschaft und wir wollen uns da selbstbewusst präsentieren. Wir wollen uns da behaupten, wir wissen, es wird auch Phasen geben. Da werden vielleicht die Ergebnisse nicht so sein, wie es letztes Jahr war. Das gehört dann auch dazu, da müssen wir auch ruhig bleiben, da müssen wir auch geschlossen bleiben. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil wir, wie gesagt, Spieler haben, die noch lange nicht am Ende sind, die aber auch wissen, dass sie noch hart arbeiten müssen. Wir haben einen guten Geist, wir werden sicherlich das eine oder andere vielleicht dann auch noch dazu holen. Und dann, jetzt haben wir heute auch gesagt, jetzt haben sie sich verdient, jetzt können sie noch 2-3 Tage feiern, dann können sie sich 3 Wochen erholen. Und dann ist es aber schnell von gestern, dann interessiert es ehrlicherweise keinen mehr, weil es jetzt gestern war. So ist der Fußball auch, dann ist ja erster Trainingstag. Dann heißt es Ärmel hochkrempeln und Gas geben, um Platz kämpfen und schauen, dass wir nächstes Jahr uns hier gut behaupten. Und das machen wir aber mit voller Freude. Also ich freue mich einfach auf die Runde und ich freue mich auf die Gegner. Und wir haben immer die Chance, in jedem Spiel zu zeigen, dass wir mithalten können. Thank you.